Hallo zum zweiten Teil von Lucatius Backpacker Tipps. Ich habe noch eine ganze Menge Fragen bekommen und die werde ich jetzt beantworten. Die erste Frage ist, was kann man an elektronischen Geräten alles so mitnehmen, mit gutem Gewissen? Was kann man mitnehmen? Ich habe einen Laptop zum Beispiel dabei, meine Spiegelreflexkamera, eine Actioncam und mein iPhone. Ich war ein bisschen besorgt am Anfang, muss ich zugeben, kann ich das überall wegschließen oder wie ist es im Hostel, wenn da Leute bei dir im Zimmer sind? Du kennst es nicht, vielleicht klauen sie. Dazu muss ich sagen, in allen Hostels, wo ich bis jetzt war, gab es Schließfächer. Das heißt, du kannst in deinen Schließfächern das alles reinpacken. Das ist eigentlich kein Problem. Ich bin sehr froh, dass ich meinen Laptop mitgenommen habe. Ich bin jetzt in meinem Apartment, da kann man auch mal einen Film streamen oder in YouTube ein bisschen was schauen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Die zweite Frage war, welchen Anbieter ich habe, welchen Handyanbieter. Ich selbst habe gerade Optus Yes, das ist sehr gut, das haben viele von meinen Freunden auch. Vodafone ist schlecht, wurde mir gesagt. Vom Empfang her ist es sehr schlecht, von den Konditionen. Optus und Telstra sind eigentlich die zwei weit verbreitendsten. Dritte Frage, ist es schwer, ein Hostel zu finden? Da ich bis jetzt in Sydney bin, kann ich das nicht verallgemeinern. Hier ist es nicht schwer, ein Hostel zu finden, nur man muss aufpassen, samstags ist schon den einen oder anderen Mal passiert, dass alles ausgebucht war und sie mussten dann bei uns im Apartment schlafen, weil sie sonst nichts gefunden haben. Das heißt, immer ein bisschen vorausschauen, planen und dann klappt das Ganze schon. Die vierte Frage war, soll man einen Lebenslauf mitnehmen? Die vierte Frage war, soll man Lebenslauf mitnehmen? Ja gut, wo waren wir stehen geblieben? Sollte man Lebenslauf oder Ähnliches mitnehmen, im Voraus das macht, zu Hause? Ich persönlich habe es nicht gemacht, man muss es auch nicht machen, man lernt hier so viele Leute kennen. Wenn man mit einer Organisation reist, die hilft einem meistens dabei. Ansonsten fragt man jemanden, der gibt dir die Datei gerade auf deinem Laptop und dann kannst du gerade deine Daten ändern und das war's. Also das ist relativ easy. Und hier ist es meistens so, dass man sich vorstellt und gibt dann sein CV, seinen Lebenslauf ab und das war's. Dann anrufen ist hier nicht so gut. Am besten immer persönlich vorbeikommen, wie bei uns eigentlich auch. Fünftens, was hast du nach Ankunft direkt gemacht? Also, wie ich angekommen bin, ich bin 24 Stunden geflogen, wurde ich abgeholt von meinem Hostel mit noch zwei anderen Mädels aus Schweden. Mit denen habe ich mich ganz gut verstanden und wir sind dann nach Hause. Das Erste, was wir gemacht haben, erstmal unter eine kalte Dusche. Dann haben wir uns verabredet und sind dann sofort am Bondi Beach gegangen und es ging eigentlich schon los. Und ab da hat man dann Leute kennengelernt und hat sich das Ganze so ergeben. Also man steht auf jeden Fall nicht allein da. Und wenn du alleine anreist und kommst auf dein Zimmer, sind da vier andere Leute. Mit denen verstehst du dich vielleicht ganz gut. Gehst mit denen abends feiern, lernst neue Leute kennen. Also das ist hier echt kein Problem. Sechstens, reicht ein Backpacker-Rucksack? Ich selbst habe einen Backpacker-Rucksack. Hab mir aber im Nachhinein gedacht, ein normaler Koffer hätte es eigentlich auch getan. Weil man läuft eigentlich nicht mit seinem Rucksack die ganze Zeit umrum, wie man es irgendwie sich vorgestellt hatte, man ist in seinem Hostel und wechselt das und dann kann man ganz normal einen Reisekoffer nehmen. Ein Rucksack ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn man einen hat. Ich würde mir jetzt vielleicht nicht nochmal einkaufen. Die siebte Frage, was sollte man in Deutschland beantragen außer Visum und Versicherung? Ich habe eigentlich nichts weiter beantragt, nur Visum und wie gesagt die Versicherung. Und den Rest, den kann man hier machen und ja, ist eigentlich alles easy, ist ja alles für Backpacker hier ausgelegt. Die achte Frage, die wurde häufig gestellt, wie schaut es aus, wenn ein Mädchen alleine reist? Ich selbst wollte nicht unbedingt, dass meine Schwester alleine reist. Man kann es auf jeden Fall machen. Man sollte sich halt an gewisse Regeln halten, wie zu Hause auch, nicht alleine von der Disco nach Hause vielleicht laufen oder mit irgendwelchen Leuten, die man nicht kennt, im Auto mitfahren. Aber sonst ist ja alles friedlich, hier ist jeder irgendwie ein Ausländer, ein Tourist. So kann man sagen, jeder hält hier zusammen und das ist auf jeden Fall relativ unbedenklich. Es ist nicht schlimmer wie bei uns zu Hause. Wenn man dann vielleicht im Outback ist, sollte man nicht alleine reisen als Mädchen. Ich würde es persönlich nicht wollen.
dass man vielleicht eine Freundin hat, mit der man dann zusammen im Outback reist. Aber die kann man ja auch, wie gesagt, hier kennenlernen. Die neunte Frage, wann der beste Zeitpunkt ist, nach Australien zu kommen. Der beste Zeitpunkt ist so im September vielleicht, würde ich sagen. Da wird es bei uns langsam kalt, hier fängt es an warm zu werden. Und das ist eigentlich so der perfekte Übergang. Wie ich hergekommen bin, waren es in Deutschland minus 10 Grad und an meinem ersten Tag hier waren es 45 Grad plus. Also das ist schon ein ganz schöner Schock für den Körper, aber es war richtig cool. Viele fragen mich, mit welcher Organisation ich gefahren bin. Ich bin mit Praktikawelten gefahren. Da war ich auf einem Vortrag, habe jemanden kennengelernt auf dem Vortrag und wir beide haben uns entschieden, mit Praktikawelten zu fahren. Ihn habe ich jetzt vor kurzem hier in Sydney wieder getroffen, war richtig schön. Und ich muss sagen, ich bin vollkommen zufrieden. Alles hat super geklappt und ja, ich würde es wieder tun, auf jeden Fall. So, das war's mit dem zweiten Teil. Ihr könnt mir Kommentare schreiben. Was ihr noch wissen wollt, Fragen, schreibt es einfach unten drunter. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und für neue Vorschläge oder alles bin ich offen. Wenn ihr selber ein paar Fotos habt, könnt ihr mir schicken. Und vergesst nicht meine Facebook-Seite, Lucadio. Und am 13. April reisen wir los. Da geht 4 Wochen auf Reise. Da werde ich eine Menge Videos machen. Da wird es auf jeden Fall eine Action geben. Wird es auch mal ein paar witzige Sachen geben. Wir sehen uns. Bis dann.